Chromebooks waren für mich eigentlich immer so Spielzeuge gewesen. Aber nachdem ich mich nur ein bisschen mehr hiermit beschäftigt habe, muss ich gestehen, das Teil hier ist gar nicht mal so übel. Hey, ich bin Con und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Con erklärt was in fast 91 Sekunden. Heute das Thema Chromebook, ob man diese Teile heute noch braucht und für wen das Ganze überhaupt geeignet ist. Diese Folge Kong erklärt was wird direkt von Google unterstützt. An dieser Stelle erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Heute gibt es erstmal nur eine Einführung zum Thema Chromebook. Solltet ihr euch mehr Themen dazu wünschen, zum Beispiel wie das Gaming oder die Sicherheit auf einem Chromebook ist, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren mitteilen. Sollte genug Interesse aus eurer Seite bestehen, würde ich hierzu eine ganze Reihe produzieren. Okay, fangen wir erstmal mit der Grundfrage an. Was sind Chromebooks überhaupt? Kurze Antwort, es sind abgespeckte Laptops. Was bedeutet abgespeckt? Chromebooks laufen in einem Betriebssystem, welches sich Chrome OS nennt. Diese ist vom Aufbau her sehr schlank und verbraucht demnach im Vergleich zu Windows oder Mac OS deutlich weniger Hardware-Performance. Chrome OS ist darauf ausgelegt, das meiste im Browser zu erledigen. Aber ist das nicht super wenig, was man so im Browser alles so machen kann? Nein. Früher ja. Damals konnte man nicht viel mehr machen als ein bisschen rumsurfen, aber in der heutigen Zeit gibt es sogenannte Web-Apps. Und als Webentwickler kann ich euch sagen, die haben es in sich. Von Dokumente schreiben, PDFs bearbeiten, Excel-Berechnungen durchführen, Spotify hören, Videokonferenzen über Discord führen oder auch das beliebte Steuerprogramm Wieso, womit ich auch meine eigene Steuererklärung mache, gibt es heutzutage als Web-App. Das Ganze läuft demnach im Browser. Alternativ zu Web-Apps können auf einem Chromebook auch normale Apps vom Google Play Store heruntergeladen werden. Natürlich hat das Chromebook dadurch einige Nachteile, aber auch ein paar unschlagbare. Dadurch, dass das Betriebssystem nicht so schwer beladen ist, besitzen Chromebooks eine ultra lange Akkulaufzeit. Dieses Chromebook hier hat zum Beispiel bei mir im Alltag locker, also ohne Probleme, 10 bis 12 Stunden durchgehalten. Zudem startet das System deutlich schneller als seine Windows-Konkurrenz. Aber das, was ein Chromebook für mich so richtig ausmacht, ist die Preis-Leistung. Dieses Chromebook hier kostet aktuell gerade einmal 350 Euro. Es besitzt ein Full-HD-Display, welches nicht nur Touch unterstützt, sondern auch umklappbar ist. Die Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung und das Ganze besitzt sogar ein Glas-Touchpad. Natürlich gibt es hier Abstriche, wie zum Beispiel eine schwächere CPU oder ganz wenig Arbeitsspeicher. Aber hier ist das auch gar nicht notwendig. Warum? Weil Chrome OS, wie schon erwähnt, kaum Leistung benötigt. Dadurch, dass das Ganze von Google ist, hast du entsprechend mehr Vorteile, wenn du bereits im Ökosystem von Google dich befindest. Ich zum Beispiel nutze das Pixel 6, welches sich direkt hiermit verbunden hat, nachdem ich mich am Chromebook angemeldet habe. Das gibt mir so einige Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel einen direkten Zugriff auf den Hotspot oder das Smartphone einfach stumm zu schalten. Okay, kommen wir nun zu den Nachteilen eines Chromebooks. Der wohl größte Nachteil sind aufwendige Anwendungen. Dadurch, dass eben kein Windows auf diesem Rechner läuft, laufen entsprechend keine Windows-Programme. Allgemein ist die Auswahl der Software auf die Apps im Play Store etwas beschränkt. So richtig eingeschränkt werden aber eigentlich nur Personen, die auf spezifische Programme oder grafikintensive Anwendungen angewiesen sind. Für solche Menschen sind Chromebooks demnach eher weniger zu empfehlen. Aber auch hier ein kleiner Hinweis von mir, auf einem Chromebook laufen im Notfall auch Linux-Applikationen. Okay, ist ein Chromebook nun für dich passend? Chromebooks sind sehr simpel und sehr einfach. Demnach ist es ideal für Menschen, die sich nicht viel in die Technik einarbeiten wollen oder viele Programme herunterladen wollen, sondern das Ganze am ersten Tag direkt aufklappen möchten und direkt starten will. Wenn du deinen Alltag mit dem Laptop betrachtest und der größte Teil deiner Tätigkeit im Browser geschieht, du hauptsächlich Office-Arbeiten verrichtest und auf Netflix deine Serien anschauen möchtest, halt diese ganzen Standarddinge, dazu noch eine ultra lange Akkulaufzeit benötigst, dann kann ich dir einen Chromebook wirklich nur ans Herz legen. Für die Bildbearbeitung gibt es zwar kein vollwertiges Photoshop, aber immerhin eine abgespeckte Version dessen oder auch Programme wie Lightroom oder Snapseed. Für Office-Arbeiten wie Texte schreiben, Tabellen oder Präsentationen erstellen kannst du demnach auf die Google-Programme zurückgreifen oder auch einfach Word und Excel über den Play Store herunterladen. Gerade Schüler, Studenten, aber auch Personen, die einfach nicht viel mehr machen als Texte schreiben und im Internet rumsurfen, brauchen meiner Meinung nach auch einfach gar keinen stärkeren Rechner. Gerade die ältere Generation, wie zum Beispiel meine Eltern, können mit einem M1 oder einem i7-Prozessor auch einfach gar nichts anfangen und profitieren hier nicht einfach nur noch vom Preis, sondern auch vom simplen Aufbau des Systems selber. Wer aber auf ein vollwertiges Photoshop angewiesen ist oder professionelle Film- und Musikproduktionsprogramme nutzen möchte oder allgemein ein bisschen mehr Grafikleistung benötigt, für den ist ein Chromebook wohl eher weniger geeignet, da hier nicht nur die Software fehlt, sondern auch die Performance. Wer gelegentlich mal ein Bild oder ein Video bearbeiten möchte, also das Ganze ein bisschen hobbymäßig macht, für den ist ein Chromebook tatsächlich auch geeignet. Also bevor du das Thema Chromebooks komplett für dich abpackst, frag dich einfach erstmal, was du wirklich im Alltag neben deinem Smartphone brauchst. Denn oftmals ist das deutlich weniger
als man denkt. Das war's heute mit meiner Einführung zum Thema Chromebook. Weitere Themenwünsche gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Vielen lieben Dank nochmal an Google für die Unterstützung. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Spread some love and peace.